Das tut weh. Was? Da wird mir ein Video empfohlen, Final Fantasy 14 für Anfänger. Okay, also ich sehe gerade, es ist wohl vom Fanfestival 2016. Wurde das wohl irgendwie im Rahmen dessen verteilt. Ach so, okay, dann hat man das da bekommen. Ja, heutzutage kriegt man beim Fanfestival, kriegt man zum Beispiel der Lunar Ball. Der ist aus dem Fanfestival dieses Jahr. Ja, und ich habe nichts. Du hast nicht den Wahl? Nee, nein. Hast du nicht. Nein. Und das ist Juna Outfit von 2016. Du hast doch gesagt, ja, das habe ich mir gekauft. Du hast doch gesagt, man kann weltenübergreifend handeln, ne, Luna? Jawohl. Darf ich dir mal auf diesem Charakter mein Geld geben und du gibst es meinem anderen Charakter? Da weiß ich gar nicht, wie das rechtslagig ist bei Square. Ob man das machen darf. Warum sollte man es nicht machen? Das ist ja meins. Das ist nur auf einem anderen Charakter. Könnte man nachschauen, wie das ist. Ich meine, es war schon Tutorials und sowas von großen YouTubern wie Zeppler verwendet. Also erwähnt, dass man das machen kann. Hey, greif mich nicht an, ich will nichts. Zählt schon wieder andere Probleme. Lass mich leben! Wo ist denn hier eine Creme? Oh, ich bin ja auch mit meinem 30er, mit meinem 250er Schar hier. Oh Gott. Oh Gott, Herzinfarkt. Der hätte mich nur einmal anhauen müssen. Alter. Warum sagt mir das keiner? Kann es sein, dass die einige Spells rausgenommen haben bei den ganzen Charakteren? Weil bei mir in der Leiste sind ganz viele Spells mit einfach ausgegraut und ein roter Strich durch. Sagen wir davon bitte mal einen Screenshot. Bezüglich des Geldes, hat hier gerade Kinder geschrieben. Okay. Glaube so lange. Mein, ja. Luna liest es vor. Ich glaube, Luna stelle ich als Leserin ein. Klar, solange kein Geld dafür bezahlen müsste, ist es egal sein, wenn man Geld so austauscht. Ja! Ich brauche nie wieder lesen. Luna liest alles für mich vor. Also, wie kann ich dir das denn schicken im Discord? Ja, Privatchat? Da. Könntest du das ansonsten auch in der Final Fantasy Crew machen? Oder in der Gilde? Könntet ihr auch. Ich hab euch beide in die Gilde hinzugefügt. Lass mich! Ich will nicht! Das ist ein Ruin für dich! Heute! Hab's dir geschickt. Sehr schöne Teilnahme. Wie gesagt, ich hab den Charakter irgendwie 3 Jahre nicht gespielt. 2 Jahre. Ja, das sind Skills hier rausgenommen worden. Okay. Krass. Dann ist gut, dass ich nochmal neu angefangen habe, bevor ich mich da reinfuchs, was jetzt noch alles da ist und nicht. Aber es ist richtig interessant zu sehen, wie es aussieht. Ich würde es auch sehen. Ich sende es dir, Fötchen. Ich würde es auch sehen. Absichtlich. Ja. Vor allem, ich versuche den zu sagen und er sagt mir als Fehlermeldung, in der momentanen Klasse nicht verfügbar. Ja, ist klar. Irgendwie sieht das cool aus. Ja, ne? Das hat man so auch noch nicht gesehen. Tja, guck mal hier. Bei mir gibt's immer Neues. Vor allem, wenn ich bedenke, dass bei meinem Schaf von vor 2 Jahren, da war noch nichts ausgegraut. Ja, dann ist das wohl ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Uff. Also vor allem beim Paladin wurde sehr viel rausgenommen. Der Paladin hatte früher auch eine sehr viel stärkere Selbstheilung. Ne, wird jetzt geredet? Ja, das stimmt. Boah, nicht. Beim Beschwörer aber genauso. Ihr seid zurück. Sechs Stück. Jetzt habe ich noch hoch Ninja.
Es war nicht einfach. Beim Ninja nicht viel. Die riesige Statue zwei Stück. Ganz schön beeindruckend. Was du bezüglich des Geldes machen könntest, glaube ich, wäre, dass in die Gildentruhe legen und da auf dem anderen Account, also wieder aus der Gildentruhe rausgehen. Ja, aber der andere Char ist auf einem anderen Server. Das ist blöd. Der ist auf Shiba und der andere ist auf Twitania. Ja, können wir morgen mal besprechen. Oh nein, aber wäre schade, wenn ich die 600.000 hier rumliegen habe. 600.000? Ja, wirklich nur? Ja, natürlich nur, aber für mich ist es viel. Das war damals alles, was ich besessen habe auf meinem Kopf. Naja, klar, das ist auch relativ viel. Aber 600k... Du kannst doch einfach mit dem Alten nochmal weiterspielen. Das ist doch ein Uronin. Nee, das möchte ich eben nicht. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, den neuen Charakter komplett zu machen. Deshalb will ich das alles von dem jetzt runter. Ich werde den auch dann auch löschen. Andererseits ist es zum Nahen gar nicht in diesen das Hin- und Her-Switchen. Ich will mich dann auf einen Charakter konzentrieren. Spätestens, wenn wir den großen Kampf gewonnen haben, werden die Uronier ohnehin zu unseren... Weil meine Fische werden nicht verkauft. Pfötchen, kauf meine Fische. Was soll ich mit den Fischen? Essen? Ich bin zwar eine Mikore, aber das heißt nicht, dass ich Fische esse. Du isst jetzt Fisch. Ja, ist ja gut. Eispickel. Och, immer diese Entscheidung. Es ist sowieso egal, wofür ich mich entscheide. Fisch essen oder nicht Fisch essen? Nee, ich bin hier gerade in der Sequenz und soll mich entscheiden. Selina macht sich bestimmt Sorgen, wenn wir zu Fisch essen oder nicht Fisch essen, das ist hier die Frage. Hättest du Hühnchen? Hühnchen würde ich kaufen. Auch mit Gewalt bahnen. Ich erstmal suche jemanden, der Fisch gegen Hühnchen tauscht. Wir haben uns entschlossen, eure Einladung anzunehmen. Bring uns zu deinem Stammesführer. Ja, bring uns zum Stammesführer. Ach, stimmt ja. Auf dem Char bin ich ja gerade auch auf Shiva unterwegs. Weltenreise. Du hast bisher nur Stufensteigerung, ne? Bitte? Du hast bisher nur Stufensteigerung, oder? Und Gildengeheiß. Ja, der... Und der Gildengeheiß ist, Ja. Der wird nicht genannt. Also ja. Ich meine, wie gesagt, mein höchster Charakter ist mein Hermetiker mit 28 gerade. Gut, aber du könntest normal Inis mehrmals laufen. Das ist richtig. Zum Leveln. Zwei Flaggen. Heißt das, dass in dieser Siedlung nicht nur Uronir leben? Ich wurde schon 11-mal als wertvollster Spieler ausgezeichnet. Bäh. 72. Beim anderen Charakter waren es 143. Ja, ist ja gut. Edge. So, und jetzt kommt Luna. 7834. Magnaika, ich habe sie hergebracht, so wie ihr es befohlen habt. Wer ist denn der Typ jetzt? Der hat leuchtende Augen. Was war mit mir? Wie oft du als wertvollster Spieler ausgezeichnet wurdest. Und die Probe bestanden. 440. Ja. Genau. Keiner mag Angeber. Ich brauche 1500. Ja, öfter Tank und Heiler spielt worden. Ich bin Heiler, Mann. Als Krieger in deinem Stamm aufzunehmen. Ich würde dich ja gerne übernehmen, aber wir sind meistens in einer Gruppe. Ja. Falsch. Wir Uronir sind Kinder des erhabenen Sohnes. Ja, da kann man doch trotzdem ehren, oder nicht? Nee, nicht in der Gruppe. Nein, nicht. Asims Kind ist man von Geburt. Ach ja. Mit Eindringlingen machen wir kurzen Prozess. Doch ihr seid keine einfachen Reisenden. Ich will nicht laufen. Ihr habt Adams Probe bestanden und habt euch dadurch als Sela-Krieger qualifiziert. Oder endlich in Shadowbringer sein. Asims Güte zu empfangen. Dann wäre ich mal. Das braucht doch ein bisschen.
Ja, dann wäre ich aber meinem Ziel schon näher. Und das Ziel ist Endwalker, ne? Verleihen wir eurem Wunsch nach Freiheit vielleicht gehört. Oh, sieht so traurig aus. Alles ab für Mentor-Status. Alles abgeschlossen. Bis auf 1500 Ehrungen. Es tut so weh. Und das braucht man für Mentor. Okay. Mhm. Also, man braucht einmal noch zwei Ränge für den einen Rang und einmal Crafter-Sammler-Mentor und Dungeon-Mentor. Crafter-Sammler-Mentor habe ich schon. Einfach nur eine Klasse, eine Sammler- und eine Crafter-Klasse auf 80 und ein paar Sammelstücke. Schnell. Dann brauchst du für den Dungeon-Mentor 1000 abgeschlossene Dungeon-Trades oder Prüfungen. Ihr dürftet erfahren, was ein Stufe 80 Tank, Heiler und DD. Und halt die 1500 Ehrungen. Und die Ehrungen brauchen halt das Längste. Und ich erreiche nie was davon. Ach doch. Ne. Also mindestens eine Klasse auf 80 schaffst du. Das Einzige, was mich nervt, dass ich diese Sachen nicht habe, ab Endwalker muss ich ja nochmal alles auf 90 ziehen. Das heißt, du musst vorher noch das Ding erreichen. Ja, aber das werde ich niemals schaffen. In drei Monaten nicht. Vier. Er ist das Gegenteil des Borlak-Stamms, der ein reiner Weiberstamm ist. Doch, den kennt ihr. Ich würde ja sagen, ich laufe mit meinen anderen Schatz, aber dann müssen wir trotzdem in eine Gruppe. Oder wir so laufen so lange die gleichen Inis bis. Oder. Nee. Ne? Das lohnt nicht. Verstehe. Ich frage mich bloß, was wir für euch oder die Buduga tun können. Ah, ich würde irgendwie helfen, aber ich kann nicht. Oh, oh, jetzt wird er wütend. Schweig! Wehe, du wagst es noch einmal in diesem unverschämten Ton mit mir zu sprechen. Schweig! Schweig, Brutus. Ihr wollt frei sein? Dann dient uns. Erfüllt jede Aufgabe, die wir euch auferlegen, wie schwer sie auch sein mag. Nur mit dieser Einstellung sind wir gewillt, eure Bitte unter Umständen anzunehmen. Ja, aber ich will nicht. Also mein Ziel ist es jetzt heute noch auf, oder bis ich schlafen gehe, noch auf 30 zu kommen mit meinem Hermetiker. Und wann gehst du schlafen? Wenn ich auf 30 bin. Dann lass dir Zeit. So, ich bin jetzt aber weg, ja? Ja. Ciao, ciao. Danke nochmal, Luna. Gerne, ciao. Ciao. So, dann nehmen wir das da mal. Juhu. Also ich müsste jetzt sowieso noch meinen Mönch weiterleveln. Ja, wenn du willst, können wir noch mal eine Ini zusammen anmelden. Ja, können wir gleich machen. Ich jetzt die Idee mit. Aber schön, dass sich das mit den Ohrringen geklärt hat. Ja, die Erleichterung war dir auch anzumerken. Ey, ich war so panisch. Die hatten so Scheiße. Ja, was so ein einfacher Relock ausmacht, ne? Mmh. Oh, der Klassiker, ich hab PC-Probleme. Haben sie mal neu gestartet? So, ich glaube, hätte ich nicht erst schon die Panik mit dem Produktschlüssel gehabt, weil ich schon gedacht habe, okay, warum habe ich die Ohrringe nicht? Du hast mich dann echt zum Nachdenken angeregt, wo ich dachte so, ich muss sie doch irgendwo haben. Dann habe ich mir überlegt, okay, nee, die Ohrringe waren eigentlich nie voll. Also eigentlich da kann nichts drin gewesen sein. Wo sind die also? Dann habe ich halt nachgeguckt, okay, soll auch ein Begleiter mit bei sein? Dann dachte ich so, hä, ich habe aber keinen neuen Begleiter bekommen. Dann dachte ich so, scheiße, was muss ich denn dafür machen? Und dann vorhin dann die ganze Zeit rumgeguckt und dann gefunden, ah, okay, Produktschlüssel. Produktschlüssel eingegeben und alles. Und dann, wenn plötzlich nichts da ist, du nichts auswählen konntest und dann plötzlich, ne? Denkst du, scheiße. Ah. Und dann habe ich halt nochmal auf die Seite gegangen. Und dann war tatsächlich meine Charakterliste mit allen Charakteren. Und dann war halt einer ausgegraut. Und dann dachte ich nur so, nein, nicht, dass das da jetzt hin ist, dass das so von der alten Seite ist. Das ist so, scheiße. Aber dem war ja zum Glück nicht so. Also, puh. Um das Pet ging mir eigentlich gar nicht so.
Aber die Ohrringe wären halt mies gewesen. So, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder... Oder mit einem Einer anfange. Ja, eben. Beim Rotmagier oder sowas für einen Anfang, das wäre halt... Bei Rotmagier startet doch auf 30, oder? Echt? Rotmagier habe ich noch nicht angefangen. Okay, sagen wir Schurke. Schurke habe ich auf 1. Ja, oder dein Hermetiker. Okay, der ist auf 5. Ja gut, bis 15. Ja, wär's ganz sinnvoll. Also, wie gesagt, also wenn ich überlege, wenn ich jetzt die Ohrringe hätte, dann hätte ich bis Stufe 20 hätte ich irgendwie 70% zusätzliche... Oder 80 sogar, ne? 30 geben die Ohrringe, 30 gibt der Ring und 20 der Kopfschmuck. Das ist schon eine Menge. Oh, wo ist mein Ring schon wieder hin? Aber die Ohrringe habe ich auf jeden Fall. Und auf 30 kann ich dann endlich diese komischen Blätter mir besorgen und dann kann ich mit Schokobo kämpfen lassen. Dann kann der faule Sack auch endlich mal was für sein Geld tun. Ja, ich sollte es vielleicht bei dem Richtigen suchen. Das Schöne ist, auf 30 kriege ich auch endlich diesen komischen Spell, mit dem ich meine ganzen Dots auf alle Gegner verteilen kann. Da braucht man nicht mal 17 mal den gleichen Scheiß auf jeden Gegner casten. Oh, jetzt muss ich tatsächlich, okay, das hier einmal ins Inventar legen. Das ätzend. Ins Inventar legen. Ich muss unbedingt nachher projizieren. Ich krieg zu viel hier. Ich weiß, ich könnte das alles verkaufen. Ich könnte. Oh, ich will nicht. Klassischer Fall von First World Problems. So viel Zeug und ich kann's nicht. Ach du, grüne 9, die Kombination sieht ja geil aus. Ja, gut, ja. Das ist die beste Ausrüstung dafür. So, mein Hermetiker. Ah ja. Wie aufreizend möchtest du sein? Du? Ja. Aber wirklich. Ich meine, ich bin ehrlich, ich habe mir auch eine Mikota als Gehilfin erstellt und den Brustumfang auf ganz hoch gesetzt. Ja, das mache ich sowieso immer. frag mich bei weiß Gott nicht warum, aber irgendwie... Ordentlich Holz vor den Hütten. So, beim Samurai kann ich das auch ruhig machen. Weißt du, vorhin sage ich noch, das Ding würde ich eh nicht nutzen. Okay, für meinen Baden und für meinen Tänzer nutze ich sowieso nicht, weil beide sind sowieso überlevelt. Na gut, der Tänzer glaube ich nicht mehr. Der Tänzer ist glaube ich nicht mehr überlevelt. Nee, der Tänzer ist nicht mehr, oder? Na, 68, okay, doch. 2 Level drüber. Ja, wobei, das geht ja. Ja, das geht tatsächlich, aber ich würde es hierfür halt trotzdem nicht nutzen, weil da kriege ich sowieso. Ich überlege, ich bin in der Hauptquest gerade bei den 20ern und bin halt bald Level 30 mit meinem Dingens. So, einmal kurz harmonisieren. So, und jetzt kann ich uns anmelden. Ja, Sekunde, ich bin gerade in der Sequenz drin. Alles gut. Lassen Sie sich Zeit. Also dann kann ich einmal die Puppe. Favoriten. Einmal die Favofritten. Favofritten, habe ich früher mal gesagt. Statt Favoriten, Favofritten. Oh.
Jetzt habe ich Bock auf Fritten. Hatte ich vorhin. War ein lecker. Ich war noch am Überlegen, als ich mir den Döner geholt habe, ob ich noch eine Portion Pommes dazu nehme, aber ich hab's gelassen. Der muss mal so, mit Pommes. Du kannst mich einladen. Okay. Ich bin aus Versehen aus der Gruppe raus. Alles gut. Das kann doch mal passieren. So. Welche Stufe bist du? 28. Okay. Weil dann würde ich. Okay. Guck mal in deine Inhaltssuche und in deine Dungeon-Liste. Da habe ich wahrscheinlich noch gar nichts. Das Tascha wirst du auf jeden Fall haben. Bei Stufensteigerung. Ich habe Halatali, ist das höchste, was ich habe. Okay, dann laufen wir das. Weil das bringt mehr jetzt als das andere. Dadurch, dass wir schon einmal gelaufen sind. Kriegen wir. Na, deshalb will ich auch die Hauptstory weitermachen, weil da schaltet man, glaube ich, den Großteil der Dungeons frei. Ne? Oh ja. Gut, wenn also Halatali habe ich jetzt irgendwie durch so eine Sidequest irgendwo gekriegt. Ja, wenn du. Oh, gut, bei den Freibriefen weiß ich es nicht. Aber alles andere an blauen Quests, was jetzt vielleicht nicht unbedingt Klassenquests sind, nimm es an. Das war ein Rat. Ja, ich habe auch. Das war ein Rat, den ich damals bekommen habe, den ich mal hätte beherzigen sollen. Dann hätte ich jetzt alles zusammen, was ich zusammen haben müsste. Und müsste sie nicht elendig suchen. Nimm alle blauen Quests an. Und wenn es Klassenquests sind. Ich habe gestern irgendwie dieses Projizieren und so da im Hafen gekriegt und sowas. Ja, das habe ich Gott sei Dank auch schon. Das sind alles sehr, sehr nützliche und wertvolle Sachen. Gott, ist das Inventar voll. Ach ja, ich habe ja vorhin noch Kekse gekriegt von Suret. Ja gut, ich mache erstmal meine Murmelhörnchen-Steaks hier auf. Fertig. Murmelhörnchen. Ja, ne? Lecker, lecker. Schöne, saftige Murmelhörnchen. Ja gut, ich kann aber die Quests kurz annehmen. In der Hoffnung, dass ich gesprochen wird, aber ich glaube nicht. Weil ich finde mein Outfit ganz cool. Ich habe echt mit der falschen Klasse angefangen. Beim Baden gab es nicht so tolle Outfits. Was ist das denn? Ein Koala-Bärchen? Ja. Oh ja. Wo kriege ich das? Sag's mir. Also man kann es sich auf jeden Fall vom Marktbrett mal nicht holen. Ich weiß nicht, ob man sich das auch irgendwie anders erkriegen kann. Ich hab's, oh mein Gott, ist das cute. Ich hab's von, ich glaube, Dera oder Hybrid habe ich es, glaube ich, bekommen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe es auf jeden Fall geschenkt gekriegt. Ich habe hier aber noch viele andere süße Sachen. Auf dem Char hier habe ich. Ach ja, stimmt. Ich habe ja auch die Melone. Oh, die habe ich ja gestern geschenkt bekommen. Von Luna. Hier haben wir noch so eine Melone. Und ich sag vorhin zu Mira noch, ich habe keine Melone. Mira überhaupt noch online? Ja, tatsächlich. Der hier ist toll. Das ist mein Drachi. Weißt du, der übelste, mächtigste Drache, der Vater aller Drachen. Midgardsoma oder wie heißt er, ne? Und wie nenne ich ihn? Drachi. Dann habe ich hier noch sowas. Midgardsoma, war das der Drache aus dem Kampf gegen die Galea? Oder war es der Vater? Ich weiß nicht. Also der in der Anfangssequenz war Bahamut auf jeden Fall. Ja, also es ist ja so, also ich hatte jetzt vor kurzem erst eine Quest gehabt, da ging es nämlich um den Angriff irgendwie von den Galea und dann haben die Drachen dagegen gekämpft und dann ist der Drache zusammen mit diesem riesen Luftschiff irgendwie untergegangen. Ist halt. Ach so, ja, das ist mit Gassoma. Wie auch immer. Ich bin sehr schlecht im Namen aussprechen. Den hier habe ich auch noch. Den Seehund.
Ich habe irgendwie nur zwei, drei Stück. Ich habe hier, was du da auch hast in der zweiten Reihe, dieses pinke Schweinchen. Achso, ja, Baby-Behemoth. Dann habe ich hier einen Otter, den habe ich auf jeden Fall von Dera. Hier ist der süß. Der obskure Otter. Dann mein Schneewiesel. Ging das bei dir auf? Muss ich jetzt gerade mal gucken. Ich weiß, ich kann doch einfach den Command nehmen, aber... Ja. Da, der Klassiker, wenn man irgendwas beim Laufen in den Chat geschrieben hat und dann was machen will. kannst du ausschalten, dass du in den Chat Dings sitzt. Bei der Tastenbelegung kannst du es auf jeden Fall ausschalten. Und ich weiß, ich hab's euch gestern selber gesagt, hab's nur. Ach ja, stimmt! Stimmt, du warst das ja. Ja, und mein absoluter Liebling. Dicke Katze. Yeah. Und das Geld, es gibt einen Mount dazu. Wo kriegt man das? Das Mount kriegst du aus dem Shop. Du hast aber richtig reingeshoppt, oder? Kann das sein? Ja, also das Viech hier habe ich aus dem Shop. Oh mein Gott, wie geil ist das? Ah, ich brauche es. Wie viel kostet sowas? Oh. 10, 12 Euro? Mehr? 25? Warte mal, ich guck einmal kurz, falls es jetzt keiner reinschreibt. Ich weiß gar nicht, 16 Euro, glaube ich. Okay, das geht ja noch. ein Amount. 16,80 Euro kostet's. Kannst du mir den Link schicken? Yep, kann ich machen. So. Kopieren. Oh, wo bist du denn? Da rechts. Einfügen. So. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ich mal reinbestellen. Ja. Was habe ich denn noch aus dem Shop? Was gibt's denn noch da? Oh, ein Panda. Den ja, das ja wie auf jeden Fall noch aus dem Shop. Was? Es gibt Reitkarfunkel? Oh mein Gott. Okay, ich werde arm. Ich werde definitiv arm. Ja. Holy moly. Ja gut, mein... Das Feuerrost sieht ja auch geil aus. Ach da, jo, das, der Moppelmokri fliegt hier da, was, auf dem wir zusammen geflogen sind. Ja, genauso wie hier mit der Kutsche. Ja, wie auch aus dem Shop. Und der Rest an Reittieren zumindest ist alles aus dem Spiel. Was, wo ist denn die Kutsche? Die ist bei den Vierer-Mounts. Uff, ja gut, die wird reinbestellt. Oh Gott, nächster Monatslohn geht an Square Enix. Mhm. Holy Moly. Was für 8 Charaktere? Mondwahl. Ach, yep, den hat Luna. Den hat Luna. Ja, alles andere, was ich sonst habe, ist eigentlich alles selbst Null. Gesammelt. Es gibt ein Hasenkostüm. Ich die jetzt tatsächlich mal versucht herauszufinden. Das mache ich sonst immer bei meinem anderen Mod, dem Kaya. So, das sind alles die. So, du Papa bist... Papa Limo! Stufe... Rettung der Ältesten... Blablabla... Stufe 21 oder 22. Ein Kühlerempfang, da ist es. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Oh ja, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oder 12 Quests. Ich glaube, ich habe mich gerade verzählt. Aber 11 oder 12 Quests sind es noch.
Bis du deine nächste Indie freischaltest. Also, ich weiß nicht, ob du das so machen willst oder ob du nochmal Hadatali laufen willst. Ich kann dich auch ansonsten hin und her fahren. Du musst mir da nur deine Koordinaten immer geben. Vielleicht kann ich dir auch nochmal sagen, wie das geht. Falls du es noch nicht weißt. Keine Ahnung, wenn du Lust hast, können wir auch nochmal Halle. Aber für dich bringt das nicht so viel, ne? Ach was, ich mach heute ein bisschen länger, also. Wenn ich helfen kann, ich nehme nur einmal kurz meine Quest hier an. Und mach einmal ganz kurz schnell. Also ich brauche jetzt, glaube ich, also wenn ich gucke, 16.000, ich brauche 3 Quests noch von der Hauptreihe. Dann bin ich Level 30, dann kann ich zumindest als Heiler mit. Jo. Also wie gesagt, wenn du die eine Dingens noch haben willst, machen willst, freischalten willst, kann ich dich gern kutschieren. Das macht mir nichts aus. Wenn ich das irgendwie... Ja, jetzt aktuell ist ja alles hier im Wald irgendwie, da ist ja nicht weit. Also sobald du irgendwo hin musst, sobald du Hilfe brauchst, schrei einfach. Dann sag ich Bescheid. Ich mach so lange... Ich sollte vielleicht auf meinen anderen Fenster hier wieder gehen, sonst krieg ich wahrscheinlich die Arschkarte meines Lebens. Das ist so cool, in Stormblood kannst du dann tauchen. Das ist so cool. Wie weit hättest du damals nochmal gespielt? Ich habe Heavensward durchgehabt, oder... Genau, ich war irgendwie in der im Drachenepilog. Also Ende Heavensward, Anfang Stormblood dann. Ja, das war cool. Ja, ich fand die Heavensward-Story damals auch geil. Da war Ishgard und so ist das, ne? Mhm, genau. Mit dem komischen Oberpriester da. Keine Ahnung, was. Ich erinnere mich nur noch grob dran. Ja, dieser Hohepriester, der Drachenitok und die Azur-Drachenreiter. Ja, und dann das Fliegen freizuschalten und keine Ahnung. Ja, mit den Windätherquellen. Das darfst du dann übrigens in Stormblood und Shadowbringers auch tun. Ja, habe ich mir gedacht. Das wird dir also nicht abgenommen. Aber wenn du da bist, in Evansward zumindest, kann ich dich rumkutschieren. Das ist kein Ding. Ich finde das zum Beispiel so cool, dass die zum Beispiel auch Emotes und so mit in die Quests einbauen halt. Mm. Mit dem musst du tanzen, den musst du beschuldigen und keine Ahnung was. Das finde ich halt ganz cool gemacht auch. Also einer Mod, also der Kaya, der ist da ein bisschen, ja, anderer Meinung. Aber der ist auch ein bisschen verpeilter. Er war nämlich auch bei den Sylphen. Ich glaube, der ist jetzt 2 oder 3 Quests von der nächsten Innie entfernt. Und ja, also er ist ungefähr so weit wie du. Und naja, er hat halt das mit dem Spähen nicht ganz hingekriegt. Ich habe ihn an Ort und Stelle gebracht, habe ihm gesagt, ey, vielleicht solltest du ein Emote benutzen. Was steht denn in deiner Quest? Und er hat es mir auch noch vorgelesen. Und ich dann nur so, ja, okay, da musst du das und das machen. Also, ja, es geht aber nicht. Ich so, natürlich, das haben 100 andere Leute vor dir auch schon geschafft. Das wird irgendwie gehen müssen. So, und er dann so, nee, das geht aber nicht. Meh. Und dann mir so, ja, okay. Oh Gott. Oh Gott. Das ist nicht mein Fall. Oi. Ich hätte irgendwas von Helferchen gehört. Ja, also zum einen habe ich euch meine Helferchen gelobt. bis aufs Höchste. Aber wirklich? Ja. Ohne die wäre ich nicht so weit gekommen. Da wäre ich immer noch in Heavensward, wenn überhaupt. Wahrscheinlich würde ich immer noch vor Castrum rumlungern. Oder vor manch anderen Innies, wenn ich an Fieber denke, wie lange ich da gewartet habe.
Und zum anderen habe ich gerade auch meine Dienste als Helferlein angeboten. Bei Sonon. Als Taxi. Du wärst, glaube ich, nicht mehr durch die siebte Ära gekommen. Ja, wahrscheinlich nicht. Bei der siebten Ära hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, ich spiele das Spiel nie wieder. Ach, die Karfunkel-Mounts können sogar fliegen. Oh mein Gott. Bleib hier. Nein, der fliegt weg. Nein. Alles kann fliegen. An Mounts. Auch das Schokomoppelchen? Auch das Schokomoppelchen. Kannst dir gleich mal zeigen. Lulz. Das ist mega süß. Wenn das Schokomoppelchen fliegt. Vor allem, wenn die Beinchen dann einfach nur hinten rumzappeln. Ja, so. Aber die Mounts unter Wasser sind auch mega cool. Und wir schwimmen und wir schwimmen und wir schwimmen. Was genau. Machen wir? Wir schwimmen. Denn wenn du schwimmst. Ja. Oh, das ist so süß. Ich sehe das erstmal die Katze unter Wasser. Das ist so cool. Blub, blub, blub. Diese Beinchen. Ah. Schwubbel. Mein kleiner Schwubbel. Er wird mir gehören und er wird mein kleiner Schwubbel sein. Ich will so gern dein Freund sein. Ich nehme alles zurück. Kannst du Wallis sprechen? Schöner Film. Das ist mehr Buckelwalisch. Hi Happen, Hu Happen. Hi Happen, Uhaha. Hi Hu Ha 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 Hu 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 Hi Ha. Machst dem Kleinen ja Angst. Oh, herrlich. Project Flashback so. Ja. Oh, ich find's toll. Der Mannerschnitzer aus HW ist mega gut fürs Unterwasserkunden. Sehr gut. Danke für den Tipp. Ich meine, das Schöne ist halt, mein Neffe ist jetzt 4 oder wird jetzt 4 Ende des Jahres. Und der ist halt gerade auch so in der Phase, so die ganzen Disney-Filme, die alten zu gucken. Und Nemo ist auch einer seiner Lieblingsfilme. Und ja, das kenn ich. Da kommen bei mir dann auch immer so neue Sachen hoch, wenn ich dann immer mit dem sitze und oder wenn ich mal irgendwie babysitten muss oder was auch immer. Man guckt einen Film zusammen, dann geht einem immer das Herz auf. Ja, das glaube ich. Oh, Disney ist aber auch toll. Ja, ich liebe Disney total. Ja, Robin Hood, der Disney-Film, ist mein liebster Disney-Film. Robin Hood ist toll. Mein allerliebster Lieblingsfilm ist ja Die Schöne und das Biest. Ja. Ich kann da bis heute noch alles mitsprechen, alles mitsingen. Und direkt danach. Sei hier Gast. Oder direkt, eigentlich mit direkt auf dem Platz ist auch König der Löwen. Ja, das stimmt. Wie oft ich das als Kind quasi nachgespielt habe. Meine Großeltern hatten schon solche Ohren. Ja, die hatten echt zu viel gekriegt mit mir, weil ich ständig eigentlich nur König der Löwen hier, König der Löwen da. Da habe ich nachgesprochen. Da habe ich, Löwengeräusche gemacht. Sie klang zwar niemals wie ein Löwe, aber ich habe versucht, diese Löwengeräusche zu machen. Oder was ich früher auch ganz oft geguckt habe, in einem Land vor unserer Zeit. Littlefoot. Genau. Mit Petri, der beste Vogel, Ducky. Petri. Ja. Spike. Der stumme Spike. Ja. Petri, ich war mein absoluter Lieblingscharakter. Kleine Nervensäge. Petri. Petri, flieg! Petri, flieg! Du kannst das, du kannst fliegen! Nein, ich kann das nicht, nein, ich kann das nicht, nein, ich kann das nicht! Ich fliege! Oder, ich fliege nicht mehr. Ich war so geil. Der erste war ja echt mit am traurigsten. Ich heule eigentlich heute noch Rotz und Wasser bei dem Film. Die anderen Teile danach waren ja nicht mehr ganz so traurig. Ja, das stimmt. Aber der erste, Gott, hab ich geheult. Ich meine, auch als Mufasa. Ja, das war schlimm. Da ist die Welt für mich zusammengebrochen. Nee, Disney ist schon echt toll.
Ich habe auch echt noch die alten VHS-Kassetten. Ich auch. ich finde die so toll. Ich meine, ich habe mir jetzt auch, oder habe quasi auch eigentlich jeden Film mittlerweile auf Blu-ray. Hab extra, damit ich die alle schön aufreihen kann im Regal. Ja, sehr cool. Ja, mittlerweile gibt es ja Disney Plus, aber brauche ich nicht. Ich habe alle Disney-Filme. Ja, gut. Mein Freund hat das quasi gemacht. Ja, sie haben zwar damals auch gesagt, Alter, wir haben alle. Oder fast alle. Aber. Ja, gut. Jetzt haben wir das da auch noch. Das Problem ist, ich habe halt oben im Schlafzimmer halt nur die PS3 und die spielt halt leider kein Disney Plus ab. Die unterstützt das leider nicht. Ach, krass. Das heißt, ich kann das nur gucken, wenn ich hier unten sitze. Aber, naja. Oder am Laptop. Da könnte ich es auch noch gucken. Aber ich habe, wie gesagt, ansonsten auch alle DVDs zumindest. Blu-ray nicht, da habe ich glaube ich nur die schönen Das Biest. Das Blu-ray. Ja. Ansonsten alles auf DVD. Das reicht mir auch. Wo finde ich denn eine Gallenschnarke? Das wüsste ich. Ihr müsst da direkt in der Nähe von einem Sylphenlager rumfliegen. Ja. Zum Glück große rote Kreise auf der Map. Ja, das ist auch ein Vorteil. Da ist der dritte Pilz und da hinten ist dann die Schlag. Der Gründer. Gott sei Dank habe ich mittlerweile meinen Schokobo, mit dem ich hier rumlaufen kann. Wie gesagt, wenn du Hilfe brauchst, dich irgendwo hinkutschieren soll, wo du noch nicht warst, melde dich. Weil du bist nämlich genau in dem Gebiet, wo auch Kaya gerade rumkreucht und fleucht. Und da kenne ich mich schon ein bisschen aus. Ja, ich weiß, dass hier im also ich hab's schon mal nachgeguckt, dass hier im Ostwald dann im Süden da irgendwie die nächste Inni ist. Mhm. Und die auf Level 28, glaube ich, oder so von der Mainquest. Windäterquelle. Oh, yay! Ich wusste, die ist hier oben. Und ich habe hier unten den Wolf abgesucht, ey. Ich wusste, die ist hier. Genau, da unten stand der. Ach, da gibt's mehrere immer von, ne? Und du musst alle finden, damit du in dem Gebiet fliegen kannst. Yep. Und alle Quests abschließen. Die ist dazu noch. Oh Gott, jetzt wäre ich beinahe runtergefallen. Ui. Das ist aber echt ein seltsames Gefühl, wenn man von hier oben da runterfällt, ey. Da kribbelt es bei mir dann innerlich auch. Oh Gott, ich will dieses Schafe haben. Die Schafe. Ich weiß nicht, ob Hybrid oder Mira noch im Chat sind. Gibt's die Schafe als Pet? Ja, ne? Und wenn ja, wo? Wenn ja, wüsste ich gerne wo. Luna ist auch gerade nicht mehr. Luna ist gerade abwesend. Sind fast alle abwesend, ne? Oh, langsam, aber sicher steigt mein Rang. Ja, ich bin noch nicht mehr bei der Hälfte. Problem ist, erst ab Rang 6 kann man sich halt ein Gildenhaus holen. Na gut, ich habe sowieso noch nicht genug Geld. Aber es geht ums Prinzip. Wie viel braucht man dafür? Also, ich mache ja jetzt die ganze Zeit Quest und ich als Meister kann leider nicht viel machen, außer wahrscheinlich Quest machen und vielleicht seltene Items herstellen und reinpacken. Durch Inis kann leider nur die Mitglieder. Ich meine, wie viel Geld braucht man für so eine Hütte? Oh, das sind also Minimum 19 Millionen, glaube ich. Was? Minimum. Autsch. Ab da an aufwärts. Also das war jetzt grob überschlagen von den Leuten aus dem Chat damals. Also es ist nicht billig.
Und dann musst du auch noch sehr viel Zeit und Geduld haben, weil es nur eine begrenzte Anzahl gibt. Nein, bin ich dumm. Ich sag da nichts. Ich hab heute meinen blonden Tag. Gott, bin ich dumm gerade. Oh, wenn ich jetzt nochmal runterfallen, ich würde nur zu diesem blöden Lamm. So, ganz vorsichtig. Wir gehen ganz vorsichtig um diese Ecke. Ganz vorsichtig und jetzt dahin. Hallo, Lamm. Hallo, mein kleines verirrtes Lämpchen. Hallöchen. Du mit deinem Ringelschwanz. Ich wusste gar nicht, dass Lämmer solche Schwänze haben, aber okay. Das ist ein besonderes Lamm. Ein Lammschwein. Ein Lammschwein, genau. Oder eine Lammratte. Eine Lammratte könnte es auch sein. So, da ist zwar ein Lamm, aber das ist das falsche Lamm. Nein! Oh Gott, beim blonden Tag. Sag's ja. Ja, Schokomuppel. Toll. Und hier ist das nächste verirrte Lamm. Dann brauche ich ja nur noch eins. Könnte ich jetzt schon fliegen, wäre das alles kein Problem. Das wäre langweilig. Yep. Ich meine, ich finde es eigentlich auch gut, dass man nicht von vornherein überall fliegen kann. Dadurch wird halt verhindert, dass man viel skippt, ne? Oh. Ich meine, das finde ich an WoW ganz gut gemacht zum Beispiel. Du hast in jeder Erweiterung hast du quasi so ein zwei Erfolge. Wie hieß das nochmal? Pfadfinder-Erfolge, genau. Den ersten Teil konnte man relativ früh immer im neuen Add-on dann ausführen. Was einem dann halt irgendwie 30% Reittiergeschwindigkeit gibt. Mhm. Und so ab Mitte dann, wenn halt alles irgendwie erkundet wurde und so weiter, könnte man dann den zweiten Teil freischalten, der einem dann das Fliegen ermöglicht in dem Gebiet. Und die Erfolge waren halt immer also komplett übergreifend. Das heißt, du musstest wieder nur mit deinem Hauptcharakter machen und konntest dann mit allen Charakteren fliegen. Das war eigentlich ganz cool. Ja, stimmt. So ist sichergestellt, dass du halt nicht durchrushst, sondern dass du alles auch irgendwie erkundest und mitnimmst, was das Add-on zu bieten hat. Aber dann halt auch nicht dazu gezwungen bist, das mit jedem Charakter wieder aufs Neue zu machen. Ich meine, das ist hier halt anders, ne? Hier hast du es eh auf jedem Charakter frei, weil du alle in einem hast. Ja, das stimmt. Es sei denn, du erstellst halt wie ich 30.000 neue Charaktere. Das stimmt. Willst du eigentlich auch die Sammeln bei uns hier farmen? Was für Sammeln? Also, du kannst ja Mounts hier farmen. Kann sie dir gleich mal zeigen. Ich denke schon, ja. Ich kann sie dir gleich mal zeigen, dann kannst du beantworten, ob du es möchtest oder nicht. Ich ahne Böses. Wieso? Das wird ganz cool. So, 3000 Erfahrungspunkte noch, dann bin ich ein Level 30 Hermetiker. Wie heißt deine Quest gerade? Beängstigende Metallige. Warte mal. Drei Quests, glaube ich, in der Zwischenzeit jetzt geschafft. Yep. Zwei oder drei. Dann sind es noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 9 Quests nur noch. Bis vor Inni. Oh yeah. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ich habe nämlich jetzt extra die Liste für offen. Nice. Ich habe ja nicht herausgefunden, wo man die nachgucken kann. Nur für meine eigenen mache ich es nicht, da frage ich dann immer den Chat. Aber ich will mir halt auch durch, oder mich halt auch nicht durch die Dinger spoilern lassen, durch die Bilder. Mappa, dir auch einen wunderschönen Abend. Oh Gott, ich kann schon nicht mehr reden. Ich hoffe, es geht dir gut. Und herzlich willkommen hier. Oh, ich finde die Musik aus Stormblood so schön. Das wäre toll, wenn du da bist.
Ja, wie gesagt, Heavensward habe ich halt fertig gehabt, dann hatte ich keinen Bock mehr, warum auch immer. Gerade danach wird's gut, also Heavensward war sowieso schon gut, aber... Ich glaube, das lag daran, dass die ganzen Leute, mit denen ich damals zusammengespielt habe, aufgehört haben. Ja gut, dann... Irgendwie alleine auf dem Server, weil keine Lust hatte, neu zu suchen und. Da war so, kam einiges zusammen. mir geht's gut. Endlich weh. Kann ich F14 suchen? Hab erst letzten Sonntag angefangen. Neuling? Och, noch ein Neuling. Auf welchem Server spielst du denn, wenn ich fragen darf? Mir geht's soweit super. Ähnliches Ding. Ich kann auch wie F14 suchen. Also, ja, was, ne? Besser kann's einem gar nicht gehen. Frische Gilde. Questen. Nette Unterhaltung. F14. Meine dicke Katze, die sich wieder zur Seite rollt. Frag mich immer, wie sie sich wieder zurückrollt. Schieber war der einzige Server, wo ich einen Char-Shit denken konnte. Sehr cool. Auch Shiva. Tatsächlich. Wobei Shiva war in letzter Zeit immer so voll. Da hattest du aber echt einen Glückstreffer. Weil Shiva war jetzt die letzten Male echt immer mega voll. Meine beiden Kater liegen auf dem Balkon. Ah, ja. Also auch Katzenbesitzer, hä? Ja, meine drei liegen oben und pennen wahrscheinlich immer im Bett. Hab immer Warteliste beim Einloggen. Das höchste war 130. Oh! 130 ist noch wenig! Ich hatte gestern 218. Ich hatte gestern 432. Wer bietet mehr? Also Luna hatte gestern 402, glaube ich. Ich 432 und mit dem anderen Char hatte ich 233. Also. Ich meine, wenn ich überlege, bei dem einen Weltenwechsel, den ich da machen wollte zu euch, wo ich da 15 Minuten auf Position 41 gehangen habe und sich einfach gar nichts getan hat. So, what the fuck passiert, Digga? Ja, das ja. Das ja. Level 30. Sehr schön. Jetzt muss ich ja nebenbei dann gleich noch eben die Klassenquest machen. Ne? Ja, die nebenbei auch. Aber vor allem Inni. Vor allem Inni. Vor allem Inni. Es wird eine lustige Inni. Wenigstens, wenn ich Kaya schon nicht bis dahin durchkriege, dann will ich wenigstens dich durchkriegen. Ja, ich bin motiviert. Ich hab auch. Das ist gut. Ich auch. Ich bin auch noch fit. Und ich bin endlich an einem Punkt in dem Spiel angekommen, wo ich Ausrüstung kriege, die ich gebrauchen kann. Yay. Das ist so schön. Endlich bin ich nicht mehr überlevelt, auch rüstungsmäßig nicht mehr. Es ist so schön. Ich könnte heulen vor Freude. Oh, das ist herrlich. Ich hole mir aber mal eben die Klassenquest. Das kannst du machen. Auf welchem Level bist du denn, Mappa, wenn du jetzt gerade erst angefangen hast? Und welche Klasse spielst du? Musst du natürlich nicht beantworten, aber einfach so rein interessenhalber. Ich würde mir einen Anwalt nehmen für die Antwort. Nein, ich interessiere mich sehr für Neulinge. Das klingt gerade sehr falsch, ich weiß. Aber ich interessiere mich sehr für Neulinge. Ich bin kein Profi, das sei schon mal dahingestellt. Aber ein bisschen kann ich zumindest schon mal helfen. Wenn Fragen da sind. Ach, das Wasser hat sich ja vorhin geöffnet. Ich dachte gerade so, huch. Warum ist mein Wasser offen? Schlimmste ist, immer mitten in der Nacht kriegt man Hunger. Das ist so ätzend. Mein Anwalt sagt, ich darf antworten. Ich bin Level 33 im Waldläufer. Die beste Klasse. Die beste Klasse. Waldläufer, ja, das wird auf jeden Fall auch meine... Ja, ich möchte auch gerne den Barden spielen.
Der Waldläufer, also Waldläufer später Bade ist meine Main-Klasse. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ah, es ist aber nur schön. Nee, der Bade ist echt gut. Auch im späteren Spielverlauf, das ist so toll. Ich bin froh, dass ich den als Main habe. Uff, okay. Jetzt muss ich reisen. Ja. ich bin gleich durch. Kann ich gleich mitnehmen. Es sei denn, du musst dann einen Ort, wo du schon warst. Oder ist es weiter entfernt? Nee, ich muss über drei Gebiete irgendwie ins östliche Lanosea. Okay, dann bring ich dich hin. Das wäre lieb. Ich muss nur einmal kurz die Szene hier durchlaufen lassen. Ich warte dann im zentralen Lanosea. Supi. Dann kann ich guten Gewissens dahin flattern. Dann hole ich mir in der Zwischenzeit kurz was zu trinken. Das kannst du gerne machen. Ich bin eine friedlebende Frau. Das erwidern wir einfach mal. Ach ja. Es wäre so schön, wenn das hier alles synchronisiert wäre. Aber es ist immerhin schon mehr synchronisiert als in A Realm Reborn. Ist schon mal gut. Also wir sind jetzt hier tatsächlich im zweiten von noch drei Addons. Das vierte kommt ja erst. Aber wie gefällt dir denn das Spielmappa? Bist du soweit zufrieden oder was stört dich? Was gefällt dir besonders gut? Darfst du natürlich auch vorher deinen Anwalt fragen, ob du antworten darfst. So, jetzt muss ich erstmal. Wo musste ich hin? Wo mache ich das immer noch da? Zentrales Nanoskia. Teleport. Zentrales. Ich weiß, ich kann nicht zoomen, ich kann nicht singen, aber es macht mir trotzdem Spaß.